Hier bei Friede, Freude, Smartphone geht es weiter mit dem WhatsApp-Kurs auf dem iPhone. Heute schon die Aufgabe 44. Bearbeite dein WhatsApp-Profil, gib ein Foto und eine kurze Info ein. Heute also alle Informationen zum Profil auf WhatsApp. Auch dafür öffne ich WhatsApp und hier in WhatsApp finde ich im Menü unten ganz rechts die Einstellungen. Hier tippe ich drauf und hier ganz oben, das ist mein Profil. Auch hier tippe ich mal drauf. Mein Profil besteht aus meinem Namen, hier kann ich noch ein Bild hinzufügen und hier unten gibt es diese kleine Infozeile. Den Namen habe ich bei der Anmeldung schon eingegeben. Ich könnte ja nochmal drauf tippen und könnte ihn jetzt bearbeiten, aber ich lasse ihn so. Ich tippe hier rechts oben auf Fertig. Als nächstes möchte ich ein Bild hinzufügen. Ich tippe hier also auf Bild hinzufügen. Das Bild nehme ich aus meiner Galerie. Ich nehme also Bild auswählen. Jetzt suche ich mir hier ein Bild aus. Ich hätte gern was Herbstliches. Das Bild kann ich noch anpassen. Ich kann reinzoomen oder auch rauszoomen. Ich kann es hier auch verschieben. Und wenn ich zufrieden bin mit meinem Bild, dann tippe ich hier rechts unten auf Auswählen. Das Profil ist für all diejenigen sichtbar, mit denen Sie auf WhatsApp hier verbunden sind. Als nächstes möchte ich hier unten noch die Infozeile anpassen. Auch hier tippe ich einmal drauf. Hier gibt es Vorschläge. Ich kann aber auch hier auf diesen kleinen Pfeil tippen. Dadurch blendet sich hier die Tastatur ein. Das lösche ich jetzt hier weg. Und suche mir jetzt hier so ein kleines Emoji aus. Damit tippe ich hier auf Sichern. Hier links oben geht es zurück. Das ist mein Profil, so bin ich ganz zufrieden. Dieses Profil ist für all diejenigen sichtbar, mit denen ich auf WhatsApp verbunden bin. Hier neben meinem Profil finde ich diesen kleinen QR-Code. Jetzt tippe ich mal drauf. Wenn ich mich mit jemandem anderen über WhatsApp verbinden möchte, dann ist das eine Möglichkeit, recht einfach die Telefonnummer auszutauschen. Wenn jemand anderer mir den QR-Code zeigt, dann habe ich hier unten Scannen. Und jetzt kann ich mir den Kontakt von jemandem anderen scannen. Auch das möchte ich mal machen. Ich habe hier jemanden. Jetzt halte ich das hier über diesen Kontakt. Ich muss das nur ganz kurz darüber halten. Zu Kontakten und jetzt tippe ich hier noch auf Sichern. Und damit habe ich diesen Kontakt automatisch meinen Kontakten hinzugefügt und ich bin auch sofort über WhatsApp jetzt verbunden. Das war's für heute. Im nächsten Video geht es natürlich weiter mit WhatsApp. Deswegen nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Tschüss!